Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cyberpunk 2077 hier bei Heisenberg Zockt. Was machen Sie hier noch? Was denn? Ja, freundlich. Kann ich hier nicht irgendwie ein Burrito oder was macht ihr denn hier? Schönes Käffchen gibt's hier. Oh, Tablet. Was hat Sie im Leben für Gesundheit. Was haben wir hier? Ich weiß, ich muss den Aufzug nehmen, aber wenn hier schon Leute sind... Aber ich kann ja in dem Sinn nichts machen. Und vor allem, die sprechen alle nicht meine Sprache. Kann ich mit dir reden? Nein. Doch. Sprich mich nicht an. Ach ja, hat aber einen Laden. Ja, ja, und dann sprich mich nicht an. Du bist ja ein Geschäftsmann. Sachen gibt's, die gibt's nicht. Gut, wir sollen zu... Nimm den Aufzug zum Cloud. Machen wir. Nehmen wir Aufzug. Und gehen da hoch und gucken mal, was uns dort erwartet. Wirst du hier entweder flachgelegt oder umgelegt. Worauf werden wir? Wir gucken mal. Cloud. Sag schon. Die Braindance-Puppe verbirgt was. Kein Zufall, dass wir schon zwei Tiger Claws gesehen haben. Das Haus gehört sicher denen. Doch dank ihrer speziellen Suslik 2 Wischerschlagsimplantate konnten die Bergarbeiter ohne Nenn es einfach Intuition wie. Oder schon mal davon gehört? Zwei Wochen lang ah, verstehe. Du hast also keine Ahnung. Sag das doch gleich. Oh, das ist aber weg. Eine Falle. Okay. Ja, kann natürlich sein. Es kann sein. Es kann doch nicht alles sein. Wenn du eine Gummipuppe nimmst und in jedes Loch fickst, ist das ein Seitensprung? Naja, das, das ist eine Diskussion, die wollen wir jetzt mal nicht weiterführen. Da, hier gibt's Haber. Futter. Was geht so bei dir? Jo, alles okay. Vielleicht laufen wir gerade in eine Falle rein. Mal gucken. Check am Empfang vom Cloud sein. Es stand da noch, dass wir das abends machen sollen. Und dann war... Ich habe vorher kurz rausgeguckt. Es ist abends. Elvis Presley? Nö. Kennt man... Elvis Presley im Jahre 2077, kennt man den noch? Ich glaube ja. Weil ich behaupte jetzt einfach mal, Musik wird nicht sterben. Und dann kennt man die wichtigen Protagonisten mit Sicherheit noch. Und Elvis Presley? Kommen in Clouds, wo wir genau wissen, wonach Sie suchen. Mhm. Bitte verbinden Sie sich mit dem Terminal. Ich suche eine Evelyn Parker. Arbeitet sie hier? Einen Moment bitte. Ja, bevor wir hier irgendwas verlinken... Da steht's, was ich soll. Evelyn ist momentan nicht verfügbar. Ich muss sie sehen, es ist wichtig. Der Algorithmus ist unfehlbar. Ja, genau. Glauben Sie mir, es wird die beste Puppe für Sie auswählen. Unsere Puppen können ihre Haar- und Augenfarbe ganz ihren Ja, wunderbar. Ich will nur mit ihr reden, mehr nicht. Bitte sorgen Sie sich nicht. Ihre Puppe redet mit Ihnen über was auch immer Sie wollen. Verlinken Sie sich bitte. Nein. Oh, sorry, hat sie endlich was Nützliches gesagt? Scheiß aufs Menü. Lassen wir die Kellnerin sitzen und bringen unsere Sonderbestellung direkt zum Chefkoch. Soll heißen? Geh als Kunde rein und halt dich bedeckt. Die wollen nicht, dass wir ihnen in die Karten gucken? Dann spielen wir eben unser eigenes Spiel. Woher wollt ihr wissen, wonach ich suche? Das Cloud weiß alles. Ihr tiefstes Bedürfnis. Wir finden es. Ihre Wünsche werden erfüllt. Und vielleicht geschieht noch mehr. Das Wort weniger kennen wir nicht. Okay, wie funktioniert das? Ein Algorithmus steuert die Motorik der Puppe. Er nimmt ihre Profildaten und verwandelt sie in Echtzeiterlebnisse. Erinnerungsdämpfer auf dem Verhaltenstyp der Puppe verhindern, dass sie sich später erinnert. Es bleibt also keine Spur der Sitzung zurück? Ich könnte ja sagen, aber wo bliebe dann das Mysteriöse und die Spannung? Sobald Sie da drin sind, bestimmen Sie, was passiert. Du sagst zwar, dass es nicht gefährlich ist, aber ein Risiko besteht trotzdem. So kann man es ausdrücken. Aber eines ist sicher, Sie erleben nie, was Sie erwartet hätten. Jetzt bin ich wirklich neugierig. Ja, allerdings. Okay, dann mal los. Hierbei handelt es sich um eine Live-Sitzung. Es kann also Unerwartetes passieren. Hören Sie aber nicht gleich auf. Ihnen könnte etwas Wunderbares entgehen. Total Recall. Falls ja, das war auf dem Mars, aber... Wenn Sie nicht bereit sind, können Sie jederzeit abbrechen. Okay.
wie lautet Ihr Safe Word? Afterlife. Und gespeichert. Bitte warten Sie einen Moment. Ich scanne Ihr Profil. In einigen Sekunden sollten Sie kompatible Puppen sehen. Ist da Evelyn dabei? Nein. Afterlife. Ich glaube, das sollten wir uns merken. Zwei Treffer. Interessant. Ist das nicht normal, oder? Was heißt schon normal? Sie sind eben einzigartig und haben einen besonderen Geschmack. Unser System kommt damit klar. Das ist beruhigend. Also, wer soll es sein? Angel oder Sky? Welches war die Dame? Ich finde Angel sieht gut aus. Also, ich meine, kann ja auch daher sein, ist mir doch egal. Wir sind ja hier im Spiel, also. Und dann führt das Cloud sie in den Himmel. Okay. Hier, bitte. Ich möchte das jetzt schon sehen. Und die Zahlung ist abgeschlossen. Der ganze Stock steht Ihnen zur Verfügung, falls Sie zunächst entspannen möchten. Okay. Angel erwartet Sie in Kabine 6. Verbindung bitte trennen. Das war's? Wir haben strenge Vorschriften, was Wachen angeht. Bitte lassen Sie alle gefährlichen Gegenstände bei mir. Okay, wir haben relativ viel dabei, glaube ich. Verstaue deine Waffen. Oh, für dich machen nur zwei die Beine breit? Traurig. Das Cloud ist ein sicherer Ort in Night City. Ja, das könnte je nachdem sogar wahr sein. Danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Ja, jetzt bin ich aber gespannt, tatsächlich. Mal gucken, was wir hier haben. Zur 6 sollen wir. Wir müssen aber mit Sicherheit nicht durchraschen. So, vorhin hinstehen und scannen. Interessiert ihn aber nicht. Überall Getränkeautomaten und so Zeugs. Okay, da haben wir die 6. Nicht schlecht. Aber in echt wäre es besser. Ja, das ist klar. Das ist ganz klar. Ich? Warum? Das liegt an dir. Vincent, oder? Ich bin Angel. Okay, jetzt habe ich doch das Männchen erwischt. Okay, warum nicht? Tu dein Bestes. Naja gut, es ist halt, es kann ja sein, dass Wie nun mal auf Männer steht. Das ist ja... Ich weiß, dass du okay. Sterbst. Was? Woher weißt du, dass ich sterbe? Weil du es fürchtest, tief in deinem Innern. Und es nicht wahrhaben willst. Und wenn schon, was kümmert's dich? Von all den Stimmen in deinem Kopf schreit die lauteste nach Hilfe. Deshalb bist du hier. Nee, wir suchen Evelyn. Sag mir, was du siehst. Ich suche eine Frau, die hier mal gearbeitet hat. Evelyn Parker. Machen wir das direkt. Weißt du, wo sie ist? Du musst dich auf das große Ganze konzentrieren. Nicht auf die unbedeutenden Details. Wie Evelyn. Tu nicht so, als würdest du mich kennen. Ich will nur antworten. Aber stellst du auch die richtigen Fragen? Mhm. Wie willst du verändern, was bereits geschehen ist? Was soll das heißen, bereits geschehen? Ich glaube, ich kann nicht folgen. Was dir passiert ist. Was du tief in dir vergraben hast und niemandem zeigst. Und das wäre... Komm schon. Du weißt das selbst. Ich will wirklich nicht darüber reden. Dadurch verschwindet dein Problem aber nicht. Es wird jeden Tag größer. Du darfst es nicht ignorieren. Ich tue ja schon was dagegen, okay? Du wolltest etwas zurücklassen. Ein Stück deiner selbst. So fing alles an. Du wolltest, dass man sich an dich erinnert. Ist Clay Hobbypsychiater? Wahrscheinlich. Nee, Safe Word wollen wir noch nicht. Das hat 500 Ocken gekostet. Das wollen wir jetzt ausnutzen. Tue ich immer noch. Aber jetzt ist das vielleicht nicht mehr möglich. Trotzdem, wenn ich schon sterben muss, will ich wenigstens in die Geschichte eingehen. Und danach? Glaubst du, der Tod ist ein Verschwindetrick? Nachdem nichts mehr passiert? Die ich verloren habe, leben durch mich weiter. Das werde ich auch sein,
eine Erinnerung. Oder auch die nervtötende Stimme eines Fremden in meinem Körper. Du wirst nicht mehr auf der Welt sein, aber immer noch Einfluss auf sie haben. Du glaubst also doch nicht, dass der Tod das Ende ist. Ne. Beruhigend. Haben wir ja gesehen im Spiel. Vielleicht habe ich nur Angst. Also stelle ich mir diese Dinge vor, um mich vom Gedanken an die Leere abzulenken. Wenn sie so wie bei meinem ersten Tod ist, dann... Du bist sensibel. Das macht dich nicht schwach. Unterdrücke deine Gefühle und du wirst ertrinken. Und was passiert als nächstes? Jetzt werde ich dir sagen, was du zu tun hast. Okay, dann schieß los. Du bist noch nie vor etwas weggelaufen. Also fang jetzt nicht damit an. Keine Rückschritte. In dieser Stadt sterben Leute einfach so auf dem Weg zum Eckladen. Aber das hat dich nie zurückgehalten. Du hast damit gelebt. Schon immer. Aber mir geht irgendwie alles zu schnell. Um mich herum. Und ohne mich. Ich komme da nicht mit. Nur eine Täuschung. Unsere Wege sind verflochten. Unendlich. Veränderbar. Nicht statisch, sondern immer im Werden. Und was gerade in dir passiert, könnte die Welt verändern. Hör zu, wie. Blick nie zurück. Wenn du töten musst, töte. Jo. Wenn du die Welt niederbrennen musst, lass sie brennen. Okay? Okay. Danke für alles. Ich will da nicht rausgehen. Doch, eigentlich schon jetzt langsam. Das will niemand. Aber irgendwann muss es jeder tun. Afterlife. Was? Was ist passiert? Hm? Du hast die Sitzung unterbrochen. Mhm. Habe ich etwas falsch gemacht? Nein, nein. Warst du nicht zufrieden? Evelyn Parker, was weißt du über sie? Moment mal, so läuft das hier nicht. Du kannst mich nichts übers Puppenhaus oder seine Leute fragen. Nichts in diese Richtung. Ich könnte Schwierigkeiten bekommen. Geh bitte. Geh einfach. Beantworte die Frage. Danach kannst du mit deiner Arbeit weitermachen. Ich beantworte gar nichts. Schon gar nicht dir. Ich kenne dich überhaupt nicht. Und dabei bist du so hübsch. Wäre doch schade, wenn dir irgendwas passieren würde. Was wohl mit Puppen gemacht wird, die ihr schönes Äußeres verlieren? Also, Evelyn Parker, wo ist sie? Na? Es gab einen Vorfall mit einem Kunden. Ach, die Puppe raucht. Ich weiß nichts Genaues. Hier stellt man solche Fragen lieber nicht. Tom weiß vielleicht etwas. Er und Evelyn standen sich nah. Frag ihn und lass mich in Ruhe. Tom, wer ist das? Ein Freund von Evelyn. Haben andauernd zusammengehockt. Wo finde ich ihn? Gehört zu den Puppen hier. Im VIP-Bereich. Kabine 2. Das wird teuer, je nachdem. Scheiße. Frag bloß nie wieder nach mir. Keine Angst. Okay, verschaffe dir Zutritt zum VIP-Bereich. Das könnte noch interessant werden. Weil ich gehe mal davon aus, das kostet noch ein bisschen mehr. Kann ich hier oder? Ne, hier war ich ja vorher schon mal. Das hat schon mal geklappt. Blabla. Ich darf nicht rein? Was soll das? Ich bin jede Scheiße. Tiger Claws. Okay, Beach Protocol. Ich würde mal gucken, ob wir das nicht normal machen können. Doch, die hab ich. Nein, haben sie nicht. Öffnen, gewaltsam öffnen. Aha, okay, das Klo haben wir gefunden. Das ist schon mal schön. Da könnten wir uns wieder angucken. Das möchte ich gerade nicht. Technische Fähigkeit benutzen. Wie bitte? Wie war das? Bitte beruhigen.
Mikrofons müssen wir sie hinaus. Hat geklappt, der hat das irgendwie. Bin ich im VIP-Bereich? Das ist natürlich noch die Frage. Doch, doch, sieht da nicht ganz so aus. Oh. Okay. Die Waschmaschine hat einen Motor. Was willst du heute? Hoffe, er macht's kurz und schmerzlos. Zwar. Hi. Ich glaube, da ist irgendetwas schiefgelaufen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Infos über dich. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich tun soll. Fragen beantworten. Ich muss Evelyn Parker sprechen. Es ist wichtig. Nicht nur du. Hab schon so oft versucht, sie zu erreichen. Ohne Erfolg. Du meinst, sie ist nicht hier? Sie hatte einen Unfall. Musste in eine Spezialklinik in Osaka oder Oslo? Glaube Oslo. Für ein neues Gesicht. Ach je. Welche Stadt? Osaka oder Oslo? Oslo. Ja, definitiv Oslo. Hat sie dir selbst gesagt, wohin sie will? Nein, ist nur nicht zur Arbeit erschienen. Ging auch nicht ans Telefon, also habe ich Woodman gefragt. Er hat gesagt, sie ist weggegangen. Wer ist Woodman? Woodman, wer ist das? Natürlich bin ich dabei. Mr. Forrest. Was ich beitrage? Aber jeder nennt ihn Woodman. Keine Ahnung warum. Ich hab dieses Motorrad. Okay, also Mr. Forrest. Was macht er so? Er ist sowas wie ein Hausmeister. Findet neue Leute, kümmert sich um Probleme. Okay. Ich wollte das Gespräch nicht abbrechen. Ob dieser Woodman endlich etwas Licht in diese verfickte Situation bringt? Hoffen wir es. Die Schädelschwämme in den Puppen. Die sollten die mal ersetzen. Er ist nur am Nörgeln, der Kollege. Keanu Reeves. Aka Johnny Silverhand. Wir sind relativ einfach jetzt hier reingekommen. Das erstaunt mich. Ich dachte, wir kriegen da ein bisschen Ärger, aber denkst du? Vielleicht geht ja der Ärger jetzt los, wenn wir zu Herrn Woodman wollen. Mal gucken, wer es ist. Oh, grün. Nehmen wir mit. Weiß lassen wir liegen. Das habe ich gelernt mittlerweile. Da haben wir noch Karten. Die braucht kein Mensch. Also zumindest brauchen wir sie im Moment gerade nicht. Ach, hier beginnt das Problem. Okay, gewaltsam öffnen, technische Fähigkeiten benutzen. Wenn ich jetzt technische Fähigkeiten hätte, würde ich die benutzen. Da können wir nochmal was mitnehmen. Kann es sein, dass wir ein bisschen aufpassen müssen auf den da? Sieht ganz so aus. Okay. Ja, gewaltsam. Das macht Krach. Ich versuche jetzt mal technische Fähigkeiten. Machen wir 6 von 7. Mal gucken. Geht nicht oder wo ist das Problem? Doch, jetzt. Ne, geht nicht. Oder ich muss das hier versuchen. Geht auch nicht. Interessant. Warum kann ich die nicht nutzen? Vielleicht sollen wir irgendwie einen anderen Weg nehmen. Das ist natürlich auch möglich. Ich versuch's mal mit gewaltsam. Geht auch nicht. Ich kann beides nicht. Das heißt wahrscheinlich, dass ich tatsächlich hier irgendwie hier durch muss. Mal gucken, was passiert. Keine gute Idee gewesen. Haben wir aber, glaube ich, auch hingekriegt. Hier wird gehustet. Wer bist du? Was willst du hier? Mach schnell! Ganz ruhig, entspann dich. Ich suche eine Frau. Ganz ruhig? Interessante Worte für jemanden, der sich bis hierher durchgeballert hat. Ich habe nicht einmal geschossen. Da ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Aber wenn du kooperierst, stirbt niemand mehr. Ich verhandle nicht mit Terroristen. Oh, okay. Habe ich eine Knarre? Ich habe keine Knarre. Ich gehe nochmal raus. Ich brauche erstmal eine Knarre, bevor ich hier was mache. Und ich brauche einen Drink. Gibt's doch nicht. Neutralisiere Woodman. Okay, jetzt müssen wir den noch neutralisieren. Ich brauche mal mein Inventar. Ich habe doch gar keine Knarre. Kann ich eine laden? Die haben wir doch alle abgegeben.
Oh, hätte ich die mal rausgenommen noch. Oh, ich habe die Waffen vergessen, ich Eumel. Die sind doch in dem einen Schrank drin. Ach nö, wie doof ist das denn? Ja, ist irgendwie so ein Stäbchen. Na, immerhin. Besser als gar nichts. Okay, ist kein Stäbchen. Ist doch was Massiveres. So, wir gehen mal da rein. Und hacken den halt mal weg hier. Hoffentlich kriege ich die Waffen zurück. Die hängt tatsächlich noch im Schrank drin, im anderen. Ja, das ist relativ ordentlich, das Messer. So, mach nochmal. Komm. Der ist aber auch stabil. Also dafür, dass wir gerade mit dem Dingens hier auf ihn einschlagen. Wieder vermasselt. Ist nicht gerade eine Hilfe. Was jetzt? Ich weiß nicht. Lies die Wahrheit von seinen leblosen Augen ab. Oder scan halt sein Deck. Das könnte funktionieren. Okay, besorge mehr Informationen über Evelyn. Kann ich das hier noch mitnehmen? Dankeschön. Hier haben wir noch was Grünes. Bringen wir es hinter uns. Zeig dich. Ist die gewalttätig, die Frau? Ich glaube ja. Ich glaube, hier müssen wir hin. Ich würde aber gerne nochmal kurz mein Inventar haben, weil jetzt haben wir doch eigentlich eine Knarre gefunden. Ja, interessant, wie wir aussehen. Muss man schon sagen. Ich bräuchte... Eigentlich gehe nochmal raus. Zack, das hier. Dann das hier. Ja, da haben wir doch die Knarren wieder. Und dann laden wir das mal. Sehr schön, gefällt mir. Waffe. Jawohl, Aufsätze. Da haben wir halt noch nichts. Wo kriegen wir das denn her? Wo kriegen wir denn Aufsätze her? Zielfernrohr etc. Ich hoffe, das kommt noch irgendwann. So, damit wir hier nicht unbewaffnet rumstehen. Ja eben, die suchen nach uns. Okay, ich würde sagen, die sollen noch ein bisschen suchen. Wir werden morgen gucken, was wir mit denen machen. Und dann werden wir natürlich auch die Informationen über Evelyn besorgen, zumindest im Idealfall. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich morgen. Tschüss. Komm